Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen und allen Interessierten den Kurs zur beruflichen Weiterbildung Statistische Versuchsplanung mit Excel von den Grundlagen bis zur Validierung kurz vorstellen. Bei diesem Kurs handelt es sich hier um eine Veranstaltung, die ich auch im Masterbereich für Bachelor of Science and Bachelor of Engineering halte. Die Inhalte entsprechen ungefähr 80% von dem. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Angeboten zur statistischen Versuchsplanung. In diesen Kursen wird überwiegend die Bedienung der Softwarepakete gezeigt, in der Anwendung hier praxisorientierter Fragestellungen. Aber aus den Erfahrungen heraus kommt es hier oft zu Problemen beim Verständnis der Statistik, beim Verständnis der Interpretation der Ergebnisse. Und natürlich fehlen oft auch grundlegende statistische Zusammenhänge, um letztendlich diese Auswertemethoden und Lösungen vernünftig interpretieren können. Darin unterscheidet sich mein Kurs. Ich bemühe mich hier unter Verwendung von Excel, da Excel ja auf jedem Laborrechner mehr oder weniger in der Industrie hier installiert ist, diese Auswertemöglichkeiten zur Versuchsplanung durchzuführen. Wie gelingt mir das? Zum einen werde ich im ersten Teil die mathematischen Grundlagen mit Ihnen durchgehen. Zu den mathematischen Grundlagen gehört natürlich, dass Sie in der Lage sind, Funktionen zu visualisieren, Zielgröße in Abhängigkeit einer Einflussgröße, nicht nur in eindimensionalen Fall, sondern auch im mehrdimensionalen Fall, dass Sie in der Lage sind, Säulendiagramme mit Fehlerindikatoren nachher zur Darstellung der Effekte bei faktoriellen Versuchsplänen zu beherrschen. Natürlich brauchen Sie auch die ganze Numerik zum Differenzieren und zum Integrieren, um nachher bei der statistischen Versuchsplanung entsprechende Sachen auswerten zu können. Ein ganz wichtiger Punkt bei der statistischen Versuchsplanung ist natürlich auch der Umgang mit Matrizen. Die ganzen Matrizenbefehle unter Excel werde ich Ihnen zeigen, insbesondere zum Transponieren, Invertieren, Multiplizieren. Das ist eine fundamentale hier mathematische Grundlage, um nachher die Versuchspläne auswerten zu können. Weiterhin benötigt man ja auch die ganzen Methoden der linearen, nichtlinearen und multiplen linearen Regression. Ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich, neben der Statistik, wo ich Ihnen die ganzen Verteilungsfunktionen und die Entscheidungskriterien hier im Rahmen der Prüfstatistik hier vorstelle, Nullhypothese, Alternativhypothese, Entscheidungen hier zur Qualitätssicherung im Rahmen hier einer Qualitätseingangskontrolle, welche statistischen Möglichkeiten es dort gibt. Zu allen diesen Fragestellungen habe ich Lehrvideos mit entsprechenden Excel-Vorlagen hinterlegt. Das sind hier weit über 40 entsprechende Lehrvideos unter Excel. Ich möchte Ihnen das mal an einem Beispiel hier kurz vorstellen, und zwar zur multiplen linearen Regression. Sie müssen sich das dann wie folgt vorstellen. Sie haben dann das zugehörige Lehrvideo. Und zu diesem Lehrvideo gehört dann auch eine Excel-Datei als Vorlage, die Sie hier später für Ihre eigentlichen Auswertungen verwenden können. Jetzt schauen wir mal kurz in so ein Lehrvideo hinein, damit Sie eine Vorstellung haben, wie das Ganze aufgebaut ist. Heute zeige ich die Verallgemeinerung der linearen Regression, und zwar die multiple lineare Regression ist hier sehr, sehr wichtig im Zusammenhang nachher bei der Auswertung statistischer Versuchspläne. Voraussetzungen, dieses Video hier zu verstehen, bedeutet, dass Sie die lineare Regression mit allen berechneten Daten verstanden haben, insbesondere auch die Standardabweichungen der Parameter,
das Vertrauensintervall, die Signifikanz des Modells und auch die Signifikanz Überprüfung der entsprechenden Parameter. Wichtig ist auch bei der multiplen linearen Regression, dass Sie unter Excel das Video und Aufgaben erarbeitet haben im Umgang mit den Matrizenfunktionen, dass Sie in der Lage sind, Gut, das ist jetzt ein kleiner Einblick in dem Video. Kommen wir nun zu der entsprechenden Excel-Datei zur multiplen linearen Regression. Dort sehen Sie, wenn Sie Ihre Messwerte entsprechend hier eingeben, sind in dieser Vorlage alle Berechnungsgleichungen integriert und mit den zugehörigen Excel-Befehlen, um das nachher in der Selbstlernphase zu Hause eigenständig aufzuarbeiten, als auch auf andere Beispiele zu übertragen. Kommen wir letztendlich zur eigentlichen Versuchsplanung. Bei der eigentlichen Versuchsplanung habe ich auch die wichtigsten Versuchspläne als Excel-Vorlage mit Video erstellt, mit allen zugehörigen Auswertungen, wie zum Beispiel die Signifikanzüberprüfung der Koeffizienten, die Darstellung der differenziellen Änderungen hier bei den Einflussgrößen, der sogenannten Effekte, die Visualisierung der entsprechenden statistischen Funktionen, wie Sie es bei einem Mischungsplan in dieser Abbildung sehen. Gut, kommen wir jetzt abschließend noch zu unserer Internetseite, wo nochmal alle wichtigen Informationen zur statistischen Versuchsplanung zusammengetragen sind. Letztendlich auch die neuen Präsenztermine eingetragen sind. Dort finden Sie auch den Flyer zur statistischen Versuchsplanung. Und wenn Sie entsprechende zusätzliche Informationen benötigen, können Sie mich auch sehr gerne anrufen. Ich freue mich darauf, Ihnen hier wesentliche Teile dieses Kurses im Rahmen dieser Videopräsentation darstellen zu können und verbleibe bis dann.